Willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der marxistisch-leninistischen Partei Deutschland. Kurz MLPD. Heilige Scheiße. Brandenburg, Hamburg, ist dasselbe. Endet beides auf Burg. Ja, Deutschland läuft sowieso immer. Ja, machen wir direkt mal so. Ja, wir haben Geld. Geld ist im Haus. Das Gewinn war, wie gesagt. Kindergeld erhöhen, das sind wir dafür. Let's Play sollte bald vorbei sein, denke ich. Bald. Bald. So. Fast 2 Millionen stehen wir. Wann ist denn wieder Bundestag? Im nächsten Jahr, in Ordnung. In Thüringen darf die Frau. Ne, die Frau Merkel wird ja schon Kanzlerin. Also, der ne, den Ali hatten wir doch irgendwo. Anscheinend ist er aber gescheitert. 21 Wochen Thüringen. So. Und wie schon Spionage schaltet auch die vor. Wahlen. Sollte man jetzt nicht in der Realität als Legitimation zum Spionieren nutzen? Bitte nicht. Ich nicht für verantwortlich. Diese Fernsehung im gesamten Land, das bringt uns schön viele Wähler nochmal. Beziehungsweise vor allem auch Mitglieder. Oh, ich hab uns vergessen. War wieder typisch. Obwohl wir stärkste Kraft wurden. Wovor waren wir nicht mehr im Parlament vertreten? Wir brauchen halt keine Spenden. Was kann man denn nochmal einführen? Oder abschaffen oder so. Wir machen wieder eine Reise. Diesmal mal wieder in die EU. Das ist wichtiger als Russland im Endeffekt. Bringt uns nämlich Geld und alles. Das runden wir mal ab. Irgendwo muss man entspannen. Müssen wir einmal mit den Rechten ausnahmsweise zusammenarbeiten. Naja, sieht unwahrscheinlich aus, eine Regierung. Aber insgesamt zusammen ist es wahrscheinlicher. Schade. Frau Künast. Jetzt mag ich die Frau Künast nicht mehr. So, die Frau Starr. 4 Wochen genau. Spionieren wir noch mal weiter. So und weiter. Nordrhein-Westfalen. Wir müssen deutlich da, glaube ich, hochgehen. Auch die Grünen stimmen für eine Senkung der Entwicklungshilfe. Und die Union dagegen. Wo sind wir denn hier gerade angekommen? Welchem seltsamen Parlament? Die FDP dafür. Die Linke dagegen. Das stimmt überall mal. Aber was ist für ein Parlament hier? Habe ich nichts gegen. Also, ich habe sie eingebracht. Aber es ist trotzdem skurril. Nett gesagt. Nordrhein-Westfalen ist jetzt und Sachsen steht an. Dann kommt da mal der Heil, da passt nach Sachsen allein vom Namen her. Ich weiß nicht, wie häufig er sich das anhören musste in seiner Jugend und auch jetzt als Politiker noch. Heil, Heil, Heil. Tut mir schon irgendwie leid. Seinen Namen kann man sich halt nicht aussuchen. Wobei sein Nachnamen, er hätte einfach eine Frau heiraten können und ihren Namen annehmen können. Also ich eine Frau und würde ich heiraten. Und der Mann hieß Heil. Ich würde ihn zwingen, meinen Namen zu übernehmen. Nur sowas von. MLPD, SPD, Union, klar. Mit Frau Starr in Nordrhein-Westfalen. Immerhin der Herr Glaser verlässt auch mal die AfD. In Thüringen selbst da sind die Kommunisten wieder an der Macht. Hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren. Hat das jetzt gemeint, das sozusagen? Warum ist das so eine krumme Zahl? Das ist nicht, das ist jetzt irgendwie seltsam. Das ist nicht so krumm gestartet, aber na gut. Das ist ja unverschämt. Unverschämt. Derselben Woche. Dann geht's so ungefähr,
etwas geringere Spende bieten wir ihm noch. So, dann hier der die Katja. 21, 25 Bohnen. So, grüne Linke auch natürlich. Was könnte die letzte Folge sein mit ein bisschen Glück? Ja, ich habe wieder vergessen, die MLPD auszuwählen, aber da gewöhnt man sich ja, glaube ich, langsam dran. Aber eine Schusseligkeit. Das sind 12 Wochen. Braucht doch Politiker. So zwei, drei Stück. Wichtig ist für die Regierung später. Ah ja. Frau Baerbock, die ist Ministerpräsidentin. Die ist wieder, will ich wahrscheinlich auch zu unbedeutend. Ja. Ich erreiche bloß überall die stärksten Ergebnisse. Es ist, also ich bin richtig unbedeutend. Habe alle Posten, alle guten Politiker hier von denen haben Posten. Ah ja, der Herr Habeck, den gibt's doch. Ja, Ich bin natürlich viel unbedeutender als die Grünen. Manche Typen kann man sich einfach nicht holen. Boni, der ist Bundeskanzler, stimmt. Axel Voss. Herr Voss möchte dich. Frau Hudima, die ist Ministerpräsidentin. Mal ist irgendwie Ministerpräsidentin. Frau Roth. Pfe. Sie sind doch im Inneren eine Kommunistin. Frau Springer. Herr Oettinger. Frau Kraft, nee, da bin ich wieder zu unbedeutend. Der Herr Friedrich. Der Herr Braun. Auch nicht. Ach, den haben wir schon, den Herrn Heil. Frau Göring-Eckardt, die Reinkarnation von Ihnen. Finde das nicht sehr prickelnd, das ist ja eine gewählte Ausdrucksweise. Göring-Eckardt, ich hasse sie. Also die Regen Göring-Eckardt, nicht die reale, die ist sympathisch. LPD, Grüne, SPD. Muss weiter auf Parteienfang gehen. Im Notfall solche Politiker. Ja, ich bin natürlich unbedeutend, klar. Oh, null. Ja, der Null Regen. Robert. Sind jetzt nicht das Optimale los, aber. Die sieht aber zu sympathisch aus, um zu sterben, ohne nur meiner Partei nicht beizutreten. Der Herr Al-Wazir? Das ist sogar noch der Originale. Vom Alter her könnte das ungefähr passen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alt der wirklich ist, aber. Herr Bosbach. Mag mich nicht ganz so. Dann muss das wohl erstmal reichen. Ah, wer hätte das hier eingebracht? SPD, klar. Wer ist denn hier Familienminister? Wer auch sonst, der Herr Müntefering.
Darf er nochmal kurz vorm Sterben das Amt übernehmen? Okay, das war gemein. 9, 23 Wochen Bavü. 23. Ein bisschen Geld ausgeben für Spionage schadet nie. So. Stehen auch so viele Wahlen an, ich glaube, da müssen wir glatt noch eine Folge drauflegen. Deswegen würde ich die Folge jetzt erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine Folge kommt da voraussichtlich doch. Oder vielleicht auch zwei. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss mit uns.